Vor ein paar Tagen veröffentlichte ich ein Video mit dem Titel „Die am meisten gehasste Lehre Jesu". Als Antwort auf jenes Video erhielt ich eine Flut von E-Mails, in denen ich um weitere Erläuterungen gebeten wurde. Um ehrlich zu sein, vieles davon ist von Leuten gekommen, die mir auf die eine oder andere Weise erzählten, dass die Lehre Jesu über das Leben aus dem Glauben nicht funktioniert oder dass sie etwas widerspricht, das der HL Paulus sagte. Offensichtlich gibt es da Argumente, die schließlich vorgebracht werden, und die Leute haben ein Recht, das zu tun. Ich bin jedoch keine besonders geduldige Person, und falls ich also jedem einzelnen dieser Leute eine persönliche Antwort schreiben sollte, dann könnte es passieren, dass meine Stimme zum Schluss frustriert klingen wird. Anstatt euch also zu verscheuchen, werde ich versuchen, einige dieser Probleme hier anzusprechen und das hoffentlich geduldig tun. Punkt nun, so geduldig wie ich nur kann, in Anbetracht meiner stacheligen Veranlagung. Damit kann ich euch zumindest für ein paar von euren Fragen auf dieses Video verweisen. Zunächst sollte ich gestehen, dass meine Antwort fast die gleiche war, als ich vor mehr als 45 Jahren entdeckte, was Jesus seinen Anhängern tatsächlich befahl, zu tun. Die meisten von uns haben es das ganze Leben lang für selbstverständlich angenommen, dass man Jesu nicht wirklich in der Art folgen kann, wie es seine Jünger taten, weil er ja nicht mehr da ist und weil wir nie jemanden antrafen, der das tat, was seine Jünger taten. Dennoch lesen wir in der Apostelgeschichte, dass Tausende von Gläubigen alles aufgaben, was sie besaßen, als sie sich der Kirche anschlossen, und dass die Kirche aus diesen Mitteln an all jene verteilte, die Bedürfnisse hatten. Und Jesus war nicht da. Es kann also auch heute noch geschehen, obwohl Jesus nicht leibhaftig hier ist. Es hilft natürlich, wenn wir ehrliche und erfahrene Leiter haben, die ihr Verständnis über die Lehren Jesu mit uns teilen können, so wie es die Apostel in jenen frühen Tagen taten. Es hilft außerdem, dass wir jetzt den Heiligen Geist zur Verfügung und darüber hinaus die Lehren Jesu in der Bibel haben, um uns dabei zu helfen, auf dem richtigen Weg zu bleiben. Warum tun wir es also nicht? Hier möchte ich, dass man in Betracht zieht, dass wir es hauptsächlich deshalb nicht tun, weil wir es nicht tun wollen. Nun, ist das nicht die Wahrheit? Ist es nicht viel einfacher, so wie bisher weiterzumachen? Alles, was wir jemals zuvor tun mussten, war, auf Bänken zu sitzen und verschiedenen theologischen und dogmatischen Argumenten zuzuhören. Es war alles Theorie, mit keinem größeren Risiko als dem, sagen wir mal, ein Videospiel zu spielen. Dieses Loslassen von allem, dieses aus dem Boot heraussteigen und dieses Gehen auf dem Wasser, was alles das Leben aus dem Glauben genannt wird, naja, das geht doch ein bisschen zu weit, oder? Wortspiel beabsichtigt. Und das ist der Grund, warum sich die meisten von euch auch nach dem Anhören dieses Videos nicht rühren werden. Doch sagen wir mal einfach, dass du die Wahrheit wirklich wissen willst. Ich glaube, dass eine wirklich aufrichtige Person in der Lage sein wird, die Anzeichen in ihrem eigenen Geist zu erkennen, dass sie etwas Größeres als wir beide zusammen bekämpft. Als ich Jesus zum ersten Mal entdeckte, musste ich das Gleiche durchmachen, als mir vor vielen Jahren so viele der gleichen Ausreden durch den Kopf gingen. Die nächsthäufigste Verteidigung lautet so: okay, ich werde es tun. Ich werde alles aufgeben, was ich besitze, aber nur, wenn Gott es mir sagt. Ich werde es nicht tun, nur weil sie sagen, Gott möchte, dass ich es tue. Kannst du in diesem Argument einen Fehler sehen? Angenommen, jemand sagt, wiedergeboren? So mögen sie es vielleicht nennen, doch Gott hat mir nicht gesagt, dass ich es tun soll. Oder was, wenn jemand sagen würde, gib die Prostitution auf? Wer bist du, mir zu sagen, dass ich die Prostitution aufgeben soll? Ich glaube, dass Gott mich hierher geführt hat. Ich bleibe hier, bis er mir einen Engel sendet, der mir was anderes sagt. Wenn man argumentieren kann, dass die Stimme deines Herzens die Lehren Jesu in der Bibel übertreffen, dann muss man offensichtlich allen anderen das Gleiche erlauben. Ein jeder sagt nur, Gott hat mir nicht gesagt, dass ich dies tun soll, oder Gott hat mir gesagt, dass ich jenes tun soll, und das beendet die Auseinandersetzung. Wirf die Bibel weg. Dies ist ein ziemlich dümmlicher Gedankengang, nicht wahr? Huch, entschuldige, Punkt, ein ziemlich fragwürdiger Gedankengang, oder? Das wohl durchgängigste Argument ist das vom Zeltemachen. Es steht ganz oben auf der Liste einiger Zitate vom HL Paulus, die bei dem Versuch verwendet werden, Jesum zu neutralisieren. Natürlich zitiert niemand den HL Paulus jemals mit den Worten, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir müssen uns also aus diesem unwirklichen Kampf zwischen Paulus und Jesu zurückziehen und die Dinge in die richtige Perspektive bringen. Glaubst du wirklich, du kannst ein paar ziemlich dürftige Zitate von Paulus herausziehen, um sie als Verteidigung für den Ungehorsam Jesu gegenüber beim jüngsten Gericht vorzulegen? Falls du so vorgehst, werden deine Aussichten nicht großartig sein. Ganz kurz, die Geschichte des Zeltmachens geht folgendermaßen. Paulus trennte sich von einem christlichen Mitarbeiter. Er befand sich ganz alleine in Korinth, entgegen der üblichen Praxis, zu zweit unterwegs zu sein. Er traf ein Paar, das Zelte machte, und nachdem er ja selber ein oder zwei Zelte hergestellt hatte, bevor er ein Christ wurde, zog er bei ihnen ein, und sie gründeten ein Geschäft. Dann, so sagt die Bibel, kamen einige andere Jünger an. Paulus bekam Gewissensbisse, und nachfolgend widmete er sich ganz der Arbeit für das Evangelium.
Er zog aus jenem Haus aus und zog in eine Unterkunft ein, die näher am Tempel lag, wo er Tag und Nacht arbeiten konnte, um das Evangelium zu predigen. Paulus schrieb später an die Gemeinde in Korinth, dass sie die einzige Gemeinde wäre, bei der er es jemals ausprobiert hatte, es so zu machen, für seine eigene Unterstützung zu bezahlen. Obwohl er sein Recht, dies zu tun, zu einem bestimmten Ausmaß verteidigte, bat er sie doch: Verzeiht mir dieses Unrecht, doch wie ich gesagt habe, es gibt noch andere Lehren von Paulus, die ebenfalls importiert wurden. Er schrieb beispielsweise an die Thessalonicher, dass, wenn jemand nicht arbeiten wollte, jener nicht essen sollte. Dies war verständlich für eine Gemeinde, in der alle Gläubigen zusammenlebten und alle ihre Mahlzeiten gemeinsam aßen. Es gab da keinen Platz für Faulenzer, die nur für kostenlose Mahlzeiten oder einen Freifahrtschein entlangkamen. Jeder musste seinen gerechten Anteil an der Arbeit tragen, und als Paulus Arbeit sagte, da wurde im ursprünglichen Griechisch Geld nicht erwähnt. Es ging einfach darum, all die verschiedenen Aufgaben zu erfüllen, die innerhalb der christlichen Gemeinschaft erfüllt werden mussten. Sei es, Mahlzeiten zu organisieren, die Wäsche zu waschen oder einfach auf die Straße zu gehen, um das Evangelium zu predigen, von jedem wurde etwas verlangt. Natürlich hat dieser Absatz in den heutigen Kirchen keine Bedeutung, denn sie geben dir nichts zu essen, nicht wahr? Du könntest Jesus selbst sein und sie würden dir nichts anbieten. Und du könntest der faulste Mensch auf der Welt sein, doch niemand in deiner Kirche wird dich vom Essen abhalten. Du gehst einfach raus, holst dir etwas Geld oder Unterstützung von der Regierung und fängst zu essen an. Es gibt ein weiteres Argument, das auf einem Missverständnis darüber beruht, was Paulus mit seiner Zeit tat. Er erinnerte die Thessalonicher daran, dass er Tag und Nacht gearbeitet hatte, solange er bei ihnen war. Denke daran, dass der ganze Zusammenbruch über das Zeltmachen bei den Korinthern begann und dort endete. Er baute also bei den Thessalonichern keine Zelte. Trotzdem gibt es viele Leute, die dir sagen werden, dass der HL Paulus tagsüber für Geld arbeitete und dann abends Zeltkreuzzüge abhielt. Falsch. Auch hier wird im Original Geld nicht erwähnt. Er sprach, dass er Tag und Nacht arbeitete, um was zu tun? Lies die Antwort unmittelbar im 1. Thessalonicher Brief, um das Evangelium zu predigen. Er predigte das Evangelium Tag und Nacht. Nun, das hat einige der Ausreden abgedeckt. Natürlich gibt es noch viel mehr, und fantasievolle Leute werden sie sich einfallen lassen. Doch hoffentlich ist das erstmal genug, um dir zu zeigen, wie es wirklich darauf ankommt, was du selber glauben möchtest. Das Traurigste an diesen Streitigkeiten ist, wie Menschen sich gegenseitig täuschen, indem sie sagen, dass Gott ihnen auftrug, dies oder jenes zu tun, wenn sie wirklich doch nur das wählten, was sie selber tun wollen. Jemand sagte einmal zu mir, an dem Tag, an dem sie mit mir darüber sprachen, für Jesum zu arbeiten, kam jemand auf mich zu und bot mir eine Stelle an. Ich fasste das als ein Zeichen von Gott auf, dass er wollte, dass ich für jetzt einen festen Arbeitsplatz haben soll. Kannst du die Voreingenommenheit in dieser seiner Auslegung der Tatsachen erkennen? Gott hatte mich gesandt. Der Teufel schickte jemanden, der ihm einen Gehaltscheck anbot. Er interpretierte also den Gehaltscheck als etwas, das von Gott kam, und mich als jemanden, der von einer üblen Quelle kam. Okay, das war's auch schon. Entschuldigt, dass es so gehetzt ist, doch wollte ich euch dabei helfen, diese Randthemen schnell in eine bessere Perspektive bringen zu können, solange diese ganze Angelegenheit des Gehorsams Jesu gegenüber frisch in euren Köpfen ist. Ich werde in Kürze mehr zu sagen haben. Abonniere also diesen Kanal und klick auf den Benachrichtigungslink dh, das kleine Glockensymbol, damit du benachrichtigt wirst, sobald neue Videos verfügbar sind. Danke!